So, ich bin heiß, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und ich schätze mal, ihr auch. Also, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Let's go. Also, ich gehe mal hier. Nein. Hier drauf. Ja. Dann da rein. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich habe nicht gelesen, lesen können, was da jetzt gerade stand, aber ich... Es gibt hier nur einen Weg. Nee, STRG war ja. Da sind Leute. Ich glaube, ich hätte für die Thompson vielleicht noch nachladen. 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 Okay. Die bleiben da wohl stehen. Shit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schießen soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuche es einfach mal. Rette die Jungs, finde heraus, wo sie festgehalten werden. Ja. ETF? Legt ihn um, Idiot! Oh! Du hast dich verraten. Ach so, okay, also darf ich nicht schießen. Okay. Wenn du schießt... Ah, okay. Wenn du schießt, werden die Jungs umgebracht. Alles klar. Shit. Weiß nicht. Nie gesehen. Dahin. Shit, ich gehe dann mal dahin. Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Ich kauf doch nur eine. Reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich. Bin ich jetzt hier richtig? Hat da jemand geschrien? Ach was, als der Schwein hat gekriegt. Nein, das war kein Schwein. Das klang mir nach... So, Deckung. Scheiß in den Ohren. Das war ein Schwein. Hör nicht hin. Ja, das war ein... aber... Muss man dir alles zweimal sagen. Halt's Maul und geh wieder an die also, Arbeit. Ist immer noch kündigen? Das einzige Schwein, das hier kriegt. Shit, okay, was muss ich denn machen, ey? Ja, auch nicht schlecht. Vielleicht werde ich Synchronsprecher. Soll das ein Scherz sein? Wer soll dich denn anstellen? Mist. Kann ich hier irgendwas machen? Also von da bin ich ja gekommen. Gehen wir mal hier weiter. Was drücke in der Deckung E, während du dich bewegst, um dich um die Ecke herum zu bewegen? Okay. Das heißt also... Ah, okay. Ah, das muss er hier richtig gut riechen. Leck.
ist abgeschlossen. Hey, ihr beiden. Schichtwechsel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe erst die Hälfte von... Muss ich es nochmal sagen? Schichtwechsel. Ah, jetzt bin ich ja wieder hier. Ich komme sofort. Scheiße. Mist. Ich hab mich verlaufen, Leute. Von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll's dir so gehen wie deinem Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn da? Lassen! Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Prost, Mahlzeit! Na komm her, du Schweinepriester! Aua! Autsch! Komm, heil dich! Heil dich! Ja, Mann! Boah! Ich hab doch gewonnen! Jungs, mach den fertig! Shit. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Ich hatte doch Headshot. Danke, Victor. Du hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Beans, bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, nein, Freunde? Nein. Vorsicht, der hat eine Knarre. Es ist noch nicht. Boah! Leute! War das knapp. Zeig dich! Weiter, Vito! Nein! Shitting. Ich runter! Ich hatte nachgeladen! Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher! Du meine Güte! Da würdest du mich bitte runterholen! Danke, Vito. Du hast was gut bei uns. Hab ich Eddie geschickt? Ja, so, schon mal, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Beans, bleib hier. Und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung.
In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? So, jetzt wissen wir ja, was passiert. Dann gehe ich direkt mal in Deckung. Ziele auf die Tür da hinten. Wir gehen um. Lass mich! Ey! Was, Mann? Ey, das kann doch nicht wahr sein! Ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Ja, ja, wir wissen es mittlerweile. Oh meine Güte, würdest du mich bitte runterholen? Danke, kann ich dich da runterschießen? Du hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. So, von da kommen die jetzt aber gleich. Dann bleibe ich jetzt mal hier stehen. Ich bring den Hurensohn um. Und schieß dann von hier. Beans, bleib hier. Und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Nein, wir vergessen dich nicht. Da ist der Beans! Das könnt ihr jetzt selber machen. Los, leck mich! Daneben! Headshot. Puh. Ja, du mit deiner Thompson, weißt du? Ah, cool, dann kann ich ja gleich... Na komm, zeig deine Visage. Nicht schlecht, Kleiner. Nicht schlecht. Okay, Vito, kaufen wir uns den kleinen Wichser. So, Thompson. Jawohl, Thompson. Geil. Waffen. Der pisst sich in die Hose, bis ich mit ihm fertig bin. Was ist? Sind Sie erledigt? Ja. Rate mal, wer als nächster dran ist. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. Sie können eine Scheiße, Waffen, zu spät. Da kommen sie. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße! Oh Mann, bin ich gut. Hey, du machst deinem Ruf alle Ehre. Oh oh. Scheibenkleister. Ist das eine Spielzeugpistole? So, da sind noch welche. Oh. Shit. Yeah, baby. Von wo? Von da? Der hat Thompson. Ich will die Thompson haben. Alter, wie viele Schüsse brauchst du eigentlich noch? Jetzt hast du es begriffen, Kleiner. Wenn er nichts will, sammeln wir hier mal die ganze Muni auf. So, den erledige ich aber hiermit. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanzlutscher. Klopf, klopf. Genau. Komm schon, lass mich rein. Gib dein Bestes!
So. Darf ich mal versuchen? Kann ich mal? Scheiße, so kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Was für eine Karre? Verfluchter Hurensohn. Ich dreh dem Scheißkerl eigenhändig den Hals um. Hält sich für verdammt schlau. Hält sich wohl für verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir jeden Knochen einzeln aus dem Leib, du kleiner, schwanzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelt's vor Blut, hä? Nein, mich ekelt's vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden. Ah, warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, geh mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als eine Jauchegrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du. Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unseren Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von ihr verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Das kam jetzt gerade alles ein bisschen sehr kurios vor. Was haben wir denn hier noch? Ach, Schrotflinte. Nehmen wir natürlich auch noch mit, ne? Was haben wir hier noch? Habe ich jetzt das andere wieder fallen gelassen? Ah ja. Ich glaube, der müsste mal nachgeladen werden, ne? So, aufmachen hier. Danke. WTF, wo ist mein Auto? Ach da. Wer hat denn das da hingestellt? Ich nicht. Ich habe meins da hinten von der Laterne geparkt. So, dann haben wir die Mission auch schon hinter uns. Also derjenige, der das Auto dahingestellt hatte, der hätte aber auch nicht mal mein Auto reparieren können, oder? Wie seht ihr das? Ich habe keinen Bock auf euch. So, jetzt kann ich ja wieder Gas geben. Wo führt uns die Reise jetzt hin? Scheiße. Habe ich überhaupt die 20 Minuten gestartet? Die kommen mir so lange vor. Jo, habe ich. In 39 Sekunden ist die Aufnahme beendet. Ach egal, geht mir jetzt aus dem Weg. Ich hab's eilig. So, wohin führt uns die Reise? Wieder nach Hause. Wäre gar nicht mal so schlecht. Da sind die 20 Minuten vorbei. Und ich sag mal bis gleich.
So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. So, ich wollte mich jetzt mal gerade richtig hinsetzen. Und ich würde sagen, weiter geht's. Und ich frage mich immer noch, wo die Reise uns hinführt. Das war ich aber nicht. Ah! Na, dreh dich. So. Ist zwar nicht perfekt, aber egal. Lecker. Ja, geh mal. Oh, mit dieser Tür habe ich meine Probleme, ne? Geht doch. Ich komme da nur eine Alte mit einem Arsch wie ein Brauereigaul. Und sie setzt sich auf ihn drauf und er macht... Oh ja. Ach du lieber Himmel, hat da wer einen fahren lassen? Vito, du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal, bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja, Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren. Bleib mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist dann rausgekommen, richtig? Geh jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten. $5,000! Wuhu! Wunderschönen. Oh, arrivederci. Ja, du mich auch. Zieh dich in einem Bekleidungsgeschäft oder in deinem Papa. Haben wir denn hier irgend... Was ist da? Du stinkst fürchterlich, wechsel deine Klamotten. Du stinkst fürchterlich. Ich würde mal sagen, wir gehen mal da hin. F. Gut. Huch!